Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octodad. Wir sind hier immer noch auf diesem Schiff, müssen herausfinden, wer diese Frau ist, und mir fehlt immer noch eine Krawatte. Hier ist nichts, hier ist auch keine Krawatte dran. Ich hab's putt gemacht. I'm sorry, hier hängt auch keine Krawatte. Ikmara ist auch heute nicht mein bester Freund. Hängt auch keine Krawatte, hier auch nicht. Hallo Krawatte. Ich sehe hier keine dritte Krawatte. Hör ich da bei den Fischen? Nicht wirklich, ne? Nope. Da aber auch nicht. Nope. Das kann ich auch verschieben, aber da ist auch nichts dran. Dann leben wir einfach mal ohne die dritte Krawatte. The captain. I'm sorry for stowing away. Please don't throw me overboard. Ich bin nicht der Captain. Ich bin eine Folge nervöser Erklärungen. Really? Well, now we're both in trouble. Who are you then? Scherzhaft das Ausweichen blubbern. Aren't we a pair? Say. Here's the octopus. Here? That's Chef. He's been watching for stowaways the whole voyage. Wie kannst du bitte schön uns verstehen? Das erzählt mich, verstehe ich noch nicht so ganz. Wildes Verneigungsblubbern. If you really are the captain, then dance the captain's jig. Okay, ich tanze. Na, für meine Tanzmoves. Interessant. A fine jig. But can you tie a sheepshank knot? Wie macht man denn bitte schon einen Trompetenknoten? Warte mal kurz. Kann es vielleicht sein, dass die Krawatte am Boot ist? Lass mal los, Octodad. Ich kann die Kamera da nicht drehen. Schade aber auch. Lass los, Octodad. Die Steuerung mache ich fertig. So. Da unten ist ja nur die zweite, die wir schon aufgesammelt haben. So. Take
Ich versuch's doch, Mann, die Steuerung. Boah, alter Fresse. Steuerung, please. Mann, die Steuerung macht mich fertig. So, jetzt aber. Lass doch mal wieder einen Schuss in den Ofen. Curse you, Octopus! I will find you! I will always find you! That was a close one. Ist das alles? Begonnen. Ich jetzt auf das Arzt zucke. Alright, alright. So what about you, Mystery Man? Who are you? Starke Scherzhaftes abzuschauen. Ich bin ein Oktopus. In the meantime, would you care for a dance? Hat er einen Düsenantrieb? No. Au naturell. Erfolg freigeschaltet. Okay, wir können jetzt einfach nur so schwimmen. Oh Gott, da ist ein Hammerhai. Okay, das wird jetzt ein bisschen kritisch. Komm schon, Octodad, du kannst entkommen. Wo ist die Musik laut? Mal kurze Verschnaufspause. Das kann ja was werden. Oh Gott. Jetzt. Komm, komm, Octodad. Dum, da, da, dum. Okay, wir haben den Hammerhai wohl abgehangen. Und jetzt schwimmen wir einfach so rum. Ach, Cutscene. Okay. Kids, have you seen your father? It's almost
almost closing time. Where could he be? Denno! I saw him go in a weird door. Another mystery. We'll wait as long as we can. Excuse me, ma'am? It's that weirdo! I have bad news about your husband. Don't trust him! Have we met? Wait. I've seen you. Are you an old friend of my husband's? What can you tell me about him? Everything! You must come with me to cafeteria! Come on, Stacy. Wait! Na, sie hat uns erkannt. Jetzt mach ich ernst, Blabla. Genau, Octodad, jetzt mach mehr ernst. Gehe zur Cafeteria. Aber erstmal mache ich hier alles unordentlich. So, komme ich da eigentlich durch? Tatsache. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich sehe hier jetzt auf dem ersten Blick aber keine Krawatte. Da kann ich scheinbar entkommen. Finde den Schlüssel zum Andenkenladen. Voilà. War schon vorher kaputt. Dann gehe ich mal in die andere Richtung. Aber da. Ah, Mist. Okay, ich muss den Schlüssel finden. Wo könnte der Schlüssel sein? Oh, ich habe meinen Arm. Hier ist auch nichts. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gesehen. Dann möchte ich gerne das ja auch noch kaputt machen. So. Kann ja sein, dass hier unten. Erstmal entdecke ich mal hier die Tür. So. Hier ist auch keine Krawatte. Vielleicht hier irgendwo. Ich lasse die Krawatte sein. Wer hat denn das hier kaputt gemacht? Vielleicht finde eine Angestelltenuniform. Okay. Atem. Flitz-Daddy. Okay. Geh mal hier hoch. Oh, komm schon, Octodad. So. Ich habe ein Brecheisen.
So. Ist hier oben irgendwas? Hallöchen. Das war ein ekelhafter Sound. Das war jetzt ekelhaft. Oh, schau mal, müssen wir darüber. Warte mal. Und da kann ich alles Mögliche antippen. Ach, ich glaube, ich brauche die Eisenstange, um das da kaputt zu machen. Okay. Boah, ich hasse Treppen. Nein, Octodad. Manchmal hasse ich die Steuerung wirklich abgrundtief. Nee, Octodad. So, ein Bein nach den anderen. Ein Bein nach den anderen. So, ein Bein nach den anderen. Octodad. Ey, das ist. Das ist Terror. Das ist Horror. Nein, 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 oh Mann. Super. Hallo. Möchte mal hier wieder raus. Ey, das ist blöd. Ich hab mich festgepackt. Komm schon. Aus da. Oh Mensch, Octodad. Was machst du da für Sachen? Oh, ich hasse das. Wer hat sich das ausgedacht? Spielen Sie Ihre eigenen Spiele nicht? So, jetzt aber. Nein, Mann. Oh, ich hasse das. Ich war doch gerade oben. Halleluja. So. Hier. So. Das ist meine Verkleidung, ernsthaft? Zieh dir die Brille an. Zieh dir die Brille an. Geh doch. Hallöchen, kann ich jetzt einfach so durch? Aua, das hat weh. Wo finde ich denn das andere? Vielleicht da drin? Nicht wirklich, nein. Vielleicht da drin? Ah, Tatsache. So. Schleiche dich in die Damen-Toilette. Hallo, Jen. Und tschüss. Ich soll die Toilette anstopfen? Okay. Welche Toilette denn? Die hier?
Oh Mist. Oh Mensch. Oh Mann. Oh Krawatte. Epi. I see what you did there, Spiel. I see what you did there. Okay, gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Octodad. Bis dahin, tüdelü.